Und folgen auf zu den Chroniken einer Stadt. Ja, Stadt. Und neuen Abenteuern aus Sternensingen. Na, Stadt ist noch nicht, ist noch ein Dorf, ein Weihnachtsdorf. Und wir sind nicht alleine. Wir sind sowieso nie alleine. Mein imaginärer Freund ist ja immer dabei, der Paul, ne? Naja. Und nein, wir sind ganz viele Leute, nämlich die Annie ist da. Hallo Hallo, Annie. Paul. Die Hallo. Darkseid ist da, irgendwo da. Hallo. Der Fino ist da. Hallo. Der Cedric ist da. Huhu. Und der liebe gute Fassgard. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal hin zum Fassgard. Der Jawohl. hatte mich schon gerufen, dass ich schnell kommen soll. Oh Gott. Ihr Eine. habt doch gesagt, das ist ein Angeber. Oh, ist die genial. Das ist richtig Super. klasse. Boah, guck mal, Ganz toll. Leute. Eine fette Brücke. Und die, da muss man mehr hin als eine Holzfällerhütte, oder? Wäre ein bisschen auf, viel Aufwand für eine Holzfällerhütte, so eine Brücke dahin zu bauen. Ja, sie ist sicher auf jeden Die Fall, ist auf die jeden Fall hält. sicher. Die haben Zwergen was bauen, ne? Delfino Dann und der richtig. Fassgard hier am Bauen. Delfino ist aber gerade noch im Metapeter. Genau, ich bin im Nether. Und sucht Glowstone für alle. Richtig. Ah, die ist richtig klasse, Fassgard. Kannst auf jeden Fall so lassen ja. Wenn es dann halt hinterher nur eine Brücke ist, dann ist es nur eine Brücke. Der Holzfäller August wäre jetzt gar nicht mehr so schlimm, wenn der nicht da wäre. Aber die Brücke ist schon mal klasse. Was kann ich Also, ja drunter ziehen? du hast ja noch ein, zwei Folgen Zeit. Dann brauchen wir einen Brückentroll bei der Brücke. Bei dem, ja, da brauchst du auf jeden Fall einen Brückentroll. Hier so eine Höhle unter und dann einen Troll rein. Aber naja, die Brücke haben wir schon mal. Alter Schwede. Ihr seid Anni, also so ich schnell, verdammt. Aber ich komme. muss ja rüber Bin schon rumrennen. gleich da. Hallo Darkseid. Annie ist noch Hallo unterwegs. Opa. Ja, die bringt die Kuh. Da hinten Die. ist sie. Da. Da ist er mit der Kuh. Da kommt sie Und unten. sogar mit Schaf und hat ein sie auch Schaf. noch dabei. Annie, es ist keine Kuh, das ist ein Schaf. Das andere Ja, ist aber eine Kuh. folgt mir aber, blöde. Kannst du über Fassgards Brücke gehen? Hier liegt ein Baum. Da liegt ein Baum. Guck mal, natürlich auch Ein nochmal ganzer? die Kirche. Oh, hier passiert schon was. Boah, das ist ja eine schöne Kuh hier. Und Das das ist wird eine die Krippe schöne. hier unten. Da kommt das Oh, Baby rein. das Christuskind. Anni, bevor du Brauchen wegrennst, wir hast bloß du einen zufällig noch Dorfbewohner, den wir Fackeln? dann da reinsetzen? Oder wir legen den Fackeln? Fassgard rein. Ja, das können wir auch Ist machen. dann zwar ein sehr hässliches altes Baby, aber es Bitte ist immerhin schön. klein. Ist denn im wahrsten Da Sinne des unten Wortes ein da, Negerbaby? Ja, genau. da. Das Wo ist sage meine ich jetzt Kuh? mal gar Das nicht wird immer so. gemeiner. Meine Kuh, meine Hier, hier, Kuh. hier, hier, Also, die Krippe hier. entsteht gerade. Kuh, Kuh. Und ja, okay, Freunde, verrückt. Und, ach ja, wir wollten ja noch beim Cedric vorbeigucken. Der baut nämlich den Kirchturm. Ich bin schon wieder hier. Und der wird jetzt auch ziemlich groß. Du bist immer noch da, Cedric. Du bist mit dem Boot gekommen, falls du das vergessen hast. Und seitdem bist du hier in Sternensingen. Ich werde immer zurückgebackt. Ja, vom Bäcker oder was? Das ist Zeitphänomen. Ah, schaut mal. Richtig cool Ich schon. kann einen Geht da hinten dann Enderman. eine Treppe hoch oder wie ist der Plan? Setz dich mal da rein. Was, das Holzding? Ja, Das das, guck Erdding? mich mal an. Das ist nur Erde. Das ist Das ist nur provisorisch. provisorisch. Wir gehen aber mal hoch. Ist das sicher? Ja, ne? Ja, natürlich doch. Komplett Jetzt sicher, darfst du wieder natürlich, aussteigen. Ich klar. habe mal einen Screenshot gemacht. Fuzzy in der Hups, Krippe. hups, hups. Ja, schön. Da müssen wir nachher ein Foto machen, alle Mann zusammen, dann sowieso für die Folgen. Aber ich sitze in der Mitte. Ja, du musst ja dann da unten rein. Die Kuh kommt. Alter Ja. Schwede. Hier geht's rein. Wo geht's rein? Ich Ja. bin am Eingang Dann tut man noch vorbeigelaufen. Leder Ah in, ja. und färbt es noch Herrgefährlich, weiß was du für hier den machst, ne? Mehlumsatz So ein oder bisschen so. auch. Bitte Die Hose was? in weiß Hm. färben dann. Ach Ups. so, Leder, ja. Hose in weiß, So, für die zack, Windel. zack, Zack. ja. Oh, ich habe eine Kuh weggeschoben. Alter Schwede, das ist ja schon aufwendig, hier hochzukommen. Nein. Aber wenn man dann oben ist, kriegt man dafür einen wunderschönen Ausblick mit Ja. Booten wahrscheinlich. Den ihr Ja. jetzt auch gleich mal genießen könnt. Na komm, Wird hier oben eigentlich noch so einen wo ist sie denn Aussichtspunkt geben? Nee, gleich? ne? Na, ich Geh wollte mal jetzt hier weiter. Gitter reinmachen. Geh weiter. Jetzt kann Weiter man hier da nämlich schon mal nicht. über Nicht ganz stehen bleiben. Sternensingen Geht gucken. weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Hinten zur Brücke Na. vom Fassgard. Da Du ist die Spinnst. Brücke. Geh in die andere Richtung. Der Oh Thjorgrim, da nein, rennt er auch Anni, hier rum. bin ich. Hier Fassgard bin ich. Thjorgrim, der Erste. Und da könnt ihr auch noch mal den Jetzt. Schlüssel jetzt genau sehen. Jetzt musst du langsam machen. Oh nein, Deshalb sie hat dachte dich ich, schon wieder dass man da verloren. oben vielleicht jetzt was anderes reinsetzt, zum Beispiel Cobblestone oder sowas. Ich wollte erst Glas nehmen, aber es wäre eigentlich blöd, weil dann haben wir die ganze düstere Atmosphäre Wir müssen verbaut. mal reinschieben. Rein da. Das heißt, wir könnten jetzt ja eigentlich Reinschieben. ein Dach aus Cobblestone oben drauf machen. Und Das jetzt rein. würde auch ganz gut Hoppa. aussehen. Hoppa. Und wisst ihr was? Es wird gerade dunkel, sehe ich. Ja. Oh ja. Ups. Wir Das heißt, ich muss schieben mich nur jetzt die Kuh eilen, um noch in die runterzukommen. Kirche. Ja, Anni weg. Anni weg. ich Anni brauche weg. eh noch ein bisschen hier, um Nein, Tür zu, runterzukommen. dann bleibt die Kuh drin. Hups, 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 hups. Und hier runter. So, Bettchen. Moment, geht gleich. Ich habe mein Bett ist noch ziemlich Jetzt. weit entfernt. Jetzt geht's ja.
Ich bin gleich da. Oh, Annie kommt kuscheln. Ja. Autsch. Kuscheln. Guten Nacht. Komm in die Grippe, ich geh in die Grippe. Komm in die Grippe. Und eine weitere Nacht, die wir gleich überstanden haben, wenn alle schlafen. Jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein weiterer Tag in dem Weihnachtsörtchen Sternsing. Hier ist irgendwo ein Zombie unter der Kirche. Bringt dem Fassi eine Milch. Nicht die Mama, nicht die Mama. Lieber Delfino, wie weit ist es denn so mit dem Glowstone überhaupt? Ich habe jetzt 69. Du brauchst 70. Denn so unglaublich ich viel? Ich brauche auch welches. Siehst du, jetzt kommt schon die nächste Bestellung. Ach so, ich habe einen Großauftrag an irgendwen. Die guckt immer nach oben. An irgendwen? Ich brauche einen Schleimball. Einen Schleimball. Hallo. Pass bloß auf, dass du nicht zu früh das Tor aufmachst, dass die Schafe nicht davor. Das wirst du wahrscheinlich vergessen können mit dem Schleimball. Außer du machst dich auf nach Hunsgrab und holst dir da einen. Aber ich kann ja nicht sagen, wo der da ist. Weil, steht schon hinter mir. Wahrscheinlich in Moorbrück, würde ich sagen. Mit der Lora. Ja, es kann gut sein. Ich nehme euch schon mal hier die Erde weg. Ich muss ja auch ein bisschen weiter kommen, ist ja nicht so. Weil hinterher lachen sie alle und sagen, haha, guck mal, der hat Geist geschafft. Geht doch nicht durch eine. Ich habe doch beide aufgemacht. Blöde Kuh, was? Wie redest du mit Anni? Geht da jetzt nein? Dein dicken Hintern, geht doch. Es wird nicht besser. Also ihr lacht schon. Wenn zwei Frauen zusammen was bauen, dann kann das auch ziemlich böse enden. Du. Also da fallen. Jetzt brauchen wir noch ein Schwein und ein Esel und ein Hund. Ja. Ich komme jetzt nicht dazu, sag ich dir. Tust du ja nachher. Und ich hoffe, dass dann zu Weihnachten dann tatsächlich auch noch der Zordern da ist und noch ein paar andere vielleicht so. Der Tomcat, der ist leider auf Reisen, der wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Gibt es dann einen Weihnachtsbraten? So so eine richtig große, dicke Kuh gefüllt mit Kaninchen oder so? Ja, genau, eine Kuh gefüllt mit Kaninchen wird es geben. Haben wir irgendwo ein Möhrchen? Klingt gut. Hat du Möhr? Ich glaube, Zeron hatte eine, aber ich weiß nicht, wo er die hin hat. Ich hatte eine Möhre, hatte ich ja. Hat einer gegessen wahrscheinlich. Ich habe hier, ja, die ist hier, bei mir. Musste zu dem. Und zur Not zu der Schwitzhütte kommen. Schwitzhütte. Ja. Einmal Schwitzhütte. Hier, ich wink mit dem Ofen, mit dem Dispenser. Dispenser. Ja, damit. Hier, da in der Kiste ist eine Möhre. 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 Ich habe nur eine Möhre. Ja. Reicht ja. Ja, wir brauchen aber ein Schwein. Cloud. Ah ja. Ach ja, wenn ich jetzt schon bloß noch hätte, wäre total gut. Wir brauchen von jedem bloß eins, nicht zwei. Ja, okay. Gehst du ein Schwein holen? Ich überlege gerade, ich glaube, ich baue da noch mal eine Reihe rum. Dann hole ich jetzt einen Esel. So viel Glowstone haben wir auf jeden Fall noch. Beziehungsweise. Oh, was eine schöne Brücke. Ja, Leute, es ist momentan natürlich ein bisschen durcheinander hier von dem Gerede, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Das ist normal. Faskat hat ein Schaf. Denn der Faskat hat ein Schaf. Okay. So, und Zombie-Leber. Hier bauen wir dann, glaube ich, immer nur eine Ecke. Also so. Genau, das machen wir einfach auf allen Seiten und dann haben wir das auch wieder symmetrisch. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Soll ich jetzt mal mein Bett schnappen und mal nach Moorbrück gehen? Wegen einem Schleimball. Ja, ein Sattel. Ja. Ja, mir fällt da momentan auch nichts Besseres ein, wo du an sowas rankommen kannst. Ganz ehrlich. Gerade das ist aber noch. Ein Pferdchen. Geht da schnell. Komm, oink. Geht ja schnell, genau. Ob das auch ein Navi-Schwein ist? Weiß ich nicht, muss mal ausprobieren, muss mal ein Boot reinsetzen. Wenn es dir sagt, wo du langfahren sollst, dann ist es ein Navi-Schwein. Komm, Navi-Schwein. Wir brauchen noch einen Namen für das Schweinchen. Nennen wir es Zordern. Ja, immer die nicht da sind, ne? Die kriegen es dann ab. Obwohl, nein, eigentlich müssten wir es Tomcat nennen. Der ist ja auch nicht da. Würde besser passen. Das stimmt allerdings. Das alte Ferkel. Da sage ich jetzt mal gar nichts zu. Der ist noch nicht zugeritten. Der muss erst zugeritten werden. Der Tomcat? In diesem Fall schöne Grüße an Tomcat. Nein. Das verstehe ich nicht. Ach, wir hatten da letztens so den ein oder anderen lustigen Stream. Ja, ich mag das schon. Oh nein, frag lieber nicht nach. Nee, ich frag lieber nicht nach. Das Ganze, wir haben Pilot. Wenn Minecraft zu FSK 18 wird, dann will das schon was heißen. Stimmt, der musste umbenennen. Damit es keine Probleme gibt. Schweinchen, komm. Komm. So, ist es immer noch symmetrisch? Ich hoffe doch, ja. Brauche ein Namensschild für das Schwein.
Und jetzt würde ich hier tatsächlich dann ein Dach drauf machen, damit das Gebäude nicht zu hoch wird, weil dann haben wir nämlich da hinten schon diese Höhe von dem anderen Teil erreicht. Nicht das und Schwein! Und da würde ich jetzt einfach dann auch den Stein hier nehmen. Er hat das Schwein beworfen. Guck mal, es ist bis zur Tür gelaufen. Hat doch alles geklappt. Komm, Schweinchen. Ja, die Zwerge, also ne, die sind immer unberechenbar, was sowas angeht. Die arme Sau. Die arme Sau. Die arme Sau. Die hat sich leicht. Komm, klein Tomcat, komm. Hat das Schwein jetzt echt Tomcat genannt? Ich weiß nicht, ob er das gut findet. Das ist mir egal, ob er das gut findet. Komm. So, und dann ist hier nämlich auch dicht. Dann kann es natürlich sein, dass unten drin dunkel wird und da dann die Monster spawnen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dann müssen wir das noch von unten so ein bisschen auskleiden. Und dann sieht das auch wunderschön aus. Und vor allen Dingen kommen wir dann voran hier. Zack. So, fertig. Jetzt kann man hier drauf rumrennen. Da muss hier noch eine Halbstufe hin, damit das auch symmetrisch ist und unser Schlüssel dann auch fertig ist. Hier liegt natürlich immer ein bisschen Schnee drauf, weil hier auf den ganzen Stufen, beziehungsweise auf den ganzen Blöcken, kann natürlich immer noch Schnee entstehen. Jetzt gehen wir mal runter. Und was die Darkseid da so sagt, da müsst ihr gar nicht so drauf hören. Ich habe hier mal diese Säulen eingefügt. Ich glaube, ich mache das hier auch. Und was ich auch noch vorhatte, seht ihr, gut, dass ihr da seid und dass ihr mich daran erinnert habt, das werde ich nämlich auch nochmal ändern hier. Hier kommt nämlich auch dieser schöne Stein hin, hier dieser. Da habe ich die Textur nochmal ein bisschen geändert. Ihr seht das hier vielleicht so ein bisschen, die ist ein bisschen schroffer und ein bisschen gröber geworden, nicht mehr ganz so glatt, wie sie vorher war. Nein, und ich habe keine Karotte mehr. Nein. Und dann machen wir nämlich hier auch so einen Kranz und dann kommen nämlich Bänke rein. Das hatte ja auch die Darkseid geschrieben, dass sie gerne so Bänke hätte und so. Vorsichtshalber zumachen hier. So. Ab mit dir in den Stall wieder. Jetzt geht's noch schneller voran. Wir machen das ganz anders, pass auf. Oh, guck mal, das ist gar nicht so schlecht. Schade, geht nicht. Ja, das kann man noch so lassen. Nein, die Richtung. Ist doch gar nicht dunkel hier in dem Tempel. Drinnen bleiben. Also in der Schwitzhütte, in der Sauna. Defino? Jo. Bist du schon wieder da? Ja, ich komme gerade durchs Portal. Das ist gut, dann kommst du gleich bei mir vorbei. Dann kannst du gleich die 10 abliefern und dann kannst du den Rest verteilen, wie du willst. Glowstone. Siehst du, ich möchte nämlich hier außen so einen Kranz machen. Und hier dann so Sitzkissen drauf, dann können sich die Leute hier hinsetzen und hier kommen auch noch Bänke hin, damit die Leute dann hier so umsetzen können. Und von oben ist es schon wieder weg. Ich bin da. Von oben kommt ja dann sozusagen das Wasser runter und zischt dann hier auf den Magma. Mhm. Und es dürfte ja eigentlich keine Blöcke bilden, sondern müsste einfach nur kurz verzischen und dann, so ist der Plan. Mal gucken, ob es klappt. Kann man dann sozusagen selbst sich die Aufgüsse machen, wie man will. Und hier wollte ich eigentlich so Säulen hinmachen. Ich glaube, das sieht besser aus, ne? Wenn hier so Säulen. Ja. Anstelle von der. Schaut gut aus mit dir, Säulen. Hört sich aus in weiß. In weiß? Ja, meine Säulen sind weiß. Ach so. Ah, ich habe Schleim gefunden. Das ist total gut. Ein anderthalb Stack. Die Stufen sind auch weiß, deswegen passt das ganz gut zusammen. Zack. Sieht sehr edel aus. Wer schmeißt da Steinspitzhacken weg? Ich nicht, sowas habe ich nicht. Sowas besitze ich nicht mehr. Seit langer Zeit nicht mehr. Ich habe keine Steinspitzpacken. Steinspitzpacken, ja. Und guck mal, hier draußen ist der Pool, Delfino. Jetzt geht's ja los hier. Und da unten soll Glowstone rein. Wieso sitzen die denn nicht mehr in ihren Wagen? Der ganze Boden unten? Ja, würde ich sagen so. Der Boden, der jetzt noch überall ist. Also der kann auch noch weg hier. Der ganze Boden wird einmal mit Glowstone ausgepackt. Okay. Wenn du dich ausloggst und wieder einloggst, Darkseid, dann funktioniert's wieder. Und ich glaube, die Folge ist auch gleich wieder oben. Verdammt, das geht aber schnell. Oh nein! Oh nö! Ach, Wasser haben wir sogar noch über. Okay, jetzt muss ich da Erde reinpacken. Das machen wir noch in dieser Folge, in der nächsten Folge. Schauen wir mal, was die Leute so getrieben haben auf ihren Baustellen. Die Krippe war ja schon fast fertig, kann man sagen, ne? Vielleicht. Also es kann natürlich sein, dass das jetzt noch kurz gefriert, aber eigentlich, wenn wir den Boden dann raushacken, wo ist mein zweiter Eimer da? Wenn wir den Boden dann raushacken, beziehungsweise das die Erde raushacken, dann müsste es eigentlich wieder normal werden. Stimmt. Also dann müsste das Eis schmelzen und wir haben ja ein wunderbares Außenbad. Da muss natürlich noch irgendwie ein Zaun rum oder ähnliches, damit da... schön. Ja, damit da nichts anbrennt. So, da haben wir auch noch ein bisschen was. Oh, ist schon still. Ah, perfekt. So, und jetzt buddeln wir hier unten das raus.
Vorsicht, dass wir nicht den schönen Glowstone kaputt machen. Aber hier ist natürlich. Ah ne, hier kann man dann rein. Das reicht so. Jetzt vom Lichtlevel. Hier ist schon Eis, hier schon Eis gewachsen. Gewachsen. Oh, das geht schnell. Das ist echt schwierig. Hier auch am Rand. Zack. Am Rand wächst Eis dort. Am Rand wächst Gucken Eis. Wir mal, was F3 sagt. Dann müssten wir vielleicht die Steine 11. auch noch aus Glowstone machen, wa? Es wird Licht dunkel. 10. Ja, ich glaub. Licht 10, das müsste vom Lichtlevel her dann reichen. Dann haue ich die anderen Steine mal raus, dann machen wir einfach auch Glowstone rein. Ja, ich habe halt genug mitgebracht. Ein voll beleuchteter Pool. Gut, dass du so viel mitgebracht hast. Ich hole das mal kurz raus. Und dann kannst du mal überall da, wo jetzt braun ist, kannst du mal Glowstone hinsetzen. Es wird wieder Nacht. Ja. Ist gerade schlecht. Ich bin gerade unter Wasser. Jetzt. Aber ich kann wieder hoch. Ja. Ich werde mal eben meinen Schluck trinken. Ja, ich lege mich auch mal kurz hin. Ich lieg. Alle mich in der Erde. Stern singen ruht. So, Ayo. Du musst mir jetzt sagen. Ja, das ist doch perfekt. Das so oder ob das genau, ohne besser ist. Ich hau das hier nochmal weg. Zup. Hier muss ja dann ohne auch noch ein Glowstone hin. Aus. Ja. Ja. Genau, der müsste jetzt ja wieder verschwinden, der Eisblock, ne? Normalerweise ja. Wenn jetzt ist das Wasser schon schön warm? Ich würde bloß den ja, ganz vorne langsam. Dran lassen, so nicht als ganz, aber es wird. Weißt du? Mhm. Also hier. Das wird immer mal wieder zufrieren. Ich nehme mal hier die Fackeln weg. Genau. Gegen schmutzige mit dem Eimer, Füße, ganz klar. Fackeln nimmt man am besten mit dem Eimer weg. Ja. So, jetzt habe ich auch eine große. Ah ja, das eine ist schon verschwunden, das eine ist. Funktioniert genau. Schon. Es funktioniert, ne? Ja, muss nur warten. Dann geht es genau. Von alleine weg. Es ist ein Abkühlbecken, ne? Mhm. Bin wieder zurück. Ja. Hallo. Wir könnten natürlich hier auch noch welchen von willkommen den blauen Steinen machen. Genau, willkommen zurück und gleich ist nämlich die Folge rum. Um die Dumm. Ein bisschen machen wir noch. Sonst kommen wir hier nicht zur Pörte. Nö, ja, ne? Ja, und da oben muss dann... Wir sind fertig. Ihr seid fertig? Wir sind fertig, ja. Das ist cool, dann können wir ja... ich bin eigentlich auch noch gar nicht fertig. Hier kann dann der Dispenser hin. Den Restkost so musst du mitnehmen. Ja. Ah, das ich weiß schon, wie wir das machen. Machen wir dann in der nächsten Folge. Ich guck mal, wie das Wetter ist. Es schneit zumindest nichts. Es schneit nichts. Aber vielleicht haben wir dann Glück und es genau am Weihnachtstag schneit es. Das wäre ja ein Zufall. Das wäre ja schön. Vielleicht kann man da ja mit dem Wetterbot mal reden. Ja, und genau. Cedric, wie ist die Wetterwahrscheinlichkeit, Schneewahrscheinlichkeit zu Weihnachten jetzt momentan? Ja, vielleicht schon 50. 50%. Okay, es sieht gut aus. Also 50-50 Chance, dass es Weihnachten schneit. Und ich sage von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Bis zum nächsten Mal hier aus Sternsingen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.